Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, weil wir lieben. Heute dreht sich alles um Körpersprache, denn ich habe einen ganz, ganz tollen Gast, den lieben Stefan Werra, heute hier. Und Stefan ist nicht nur gefragter Körpersprache-Experte, lehrt nicht nur an verschiedenen Universitäten und hält Vorträge vor Regierungsorganisationen wie der NATO. Stefan ist auch einer der unterhaltsamsten und lehrreichsten Trainer und Speaker, die ich zum Thema Körpersprache kenne. Also die Dinge, die er sagt und die wir heute im Podcast besprechen werden, haben Hand und Fuß, sind wissenschaftlich nachgewiesen und können anhand von konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen umgesetzt werden. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass der Stefan sich die Zeit genommen hat, mit mir, mit euch gemeinsam über das Thema Körpersprache in Sachen Liebe, für Frauen, für Männer, zu sprechen, und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich echt heftig, heftig krass, dass du heute den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast und bin super dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über Körpersprache, Gendern und Attraktivität, zwischenmenschliche Beziehungen zu sprechen, aus einem Blickwinkel, der super, super, super unglaublich spannend ist. Stefan, herzlich willkommen. Darius, danke für die Einladung. Ja, Körpersprache hat ganz viel damit zu tun. Ich hatte deinen Namen schon ganz lange auf der Liste, tatsächlich. Hatte ich deine Arbeit schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm, und dann war ich letztes Jahr in Köln auf dem Greater Festival, und du hast am selben Tag gesprochen. Und ich habe deinen Vortrag gesehen und ich dachte mir so, boah, krass, mit dem würde ich gerne mal über dieses Thema Körpersprache in zwischenmenschlichen Beziehungen sprechen, weil ich es super, super spannend finde, dass du auf nicht nur, aber an vielen Stellen so auf dieser Handlungsebene auch ansetzt und sagst, hey, wie verhält sich denn jemand? Wie sitzt er denn? Wie guckt er denn? Wie steht er denn, wenn bestimmte Sachen vorhanden sind? Und das sind auch die Fragen, die mir am allermeisten gestellt werden, fairerweise, dass Menschen, Frauen auf mich zukommen und sagen, Darius, wie soll ich mich denn verhalten? Was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen, damit er sie mich mag? Du bist ja Experte für Körpersprache. Wie bist du so zu dem Menschen gekommen, der in vollen Stadien vor Tausenden von Menschen darüber spricht, wie gut Körpersprache funktioniert? Ich meine, wahrscheinlich bist du ja nicht mit dieser Fähigkeit, mit dieser Gabe einfach so geboren. Ja, also das hat sich ergeben, muss man sagen. Und warum so viele Menschen kommen, das ist einfach erklärt. Besonders im Bereich Körpersprache kursiert so viel Unwissenschaftliches und so viel Halbwissen. Und seit über 20 Jahren spreche ich nur Dinge, die wissenschaftlich haltbar sind. Und ich glaube, das ist einfach für die Leute attraktiver als das vielleicht manchmal sehr heischerische, sehr effektheischende Halbwissen. Und wie bin ich dazu gekommen? Schon in der Kindheit habe ich mich damit beschäftigt. Mein Papa ist Bildhauer und da ist ja die Körperlichkeit immer schon ein großes Thema gewesen. Und mein ganzes Erwachsenenleben habe ich mich einfach damit beschäftigt und ehrlich gesagt beruflich mit nichts anderem. Und ja, die Gruppen waren zuerst klein und jetzt sind sie größer, aber meine wirkliche Aufgabe sehe ich einfach, weiter zu forschen, weiter nachzudenken über die Körpersprache, Erkenntnisse zu gewinnen und das halt dann auch Leuten zu erzählen. Ich habe das eben schon mal kurz angeschnitten gehabt in unserem Vorgespräch. Ich habe vorhin ein YouTube-Video von dir gesehen und war total hin und weg. Und zwar ging es um das, wie Menschen anschauen, also wie Menschen Blickkontakt suchen und was für Unterschiede es da zwischen Männern und Frauen gibt. Und ich beschäftige mich jetzt schon seit 15 Jahren hauptberuflich mit der Beziehung von Männern und Frauen. Und gleichzeitig wusste ich nicht, dass es diese Forschungsergebnisse gibt, die du da zitiert hast. Also auch, wie man Babys und die Art und Weise, wie sie Blickkontakt zu Elternpaaren, zu Männern, zu Frauen suchen, wie sich das im Kindesalter, im Babyalter bereits unterscheidet und was man da so für Rückschlüsse draus gezogen hat. Lass uns doch mal da einsteigen, weil das ist, glaube ich, ein super, super spannendes Thema. Was ist da passiert? Also eine Alltagsbeobachtung, ich fange immer von Alltagsbeobachtungen aus an. Ja, etwas, was mich wundert. Beispiel. Das kennt man, zwei Männer sitzen auf einer Parkbank. Ich bin viel in Italien, da sieht man das reihenweise. Männer sitzen nebeneinander auf einer Parkbank. Der eine schaut dorthin, der andere schaut dorthin und sie reden miteinander. Und sie schauen beide dort weg.
denkt sich da, ja, wieso drehen sich die nicht zueinander und reden miteinander? Und das sieht man reihenweise auch bei uns, dass Männer, wenn sie so locker plaudern, dass sie immer wieder in der Gegend herumschauen. Im Gegensatz dazu siehst du zwei Frauen, ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf, die im Zug gesehen haben, zwei Frauen sitzen nebeneinander, schauen sich quasi pausenlos an und plaudern so miteinander. Und das sind so Dinge, über die ich mich wundere. Ich schicke gleich vorweg, es ist natürlich jetzt, wie ich es erzähle, stereotypisiert. Das heißt, es ist nicht jeder Mann so und jede Frau so, aber bitte geht durch den Alltag und ihr werdet es beobachten. Und da geht man dann natürlich her oder ich gehe dann her und schaue, was sagt die Wissenschaft dazu. Und das ist einigermaßen gut beforscht. Und zwar, es fängt schon im Babyalter an. Mädchenbabys und Jungsbabys, die bauen Beziehung mit den Eltern auf, auch über Blickkontakt. Das heißt, das Baby liegt im Gitterbett drin, die Mama oder Papa schaut rein ins Gitterbett und sie nehmen Blickkontakt auf. Jetzt ist aber was Interessantes, und zwar, Mädels bleiben sehr stabil mit diesem Blickkontakt und Jungs lassen sich unglaublich leicht ablenken durch zwei Faktoren, durch Bewegungen und durch deutliche Formen. Also die Kante einer Türe, eine Türklinke oder das Mobile überm Bett. Das heißt, das Jungsbaby schaut dann aber gleich zum Mobile rüber. Und wenn man das jetzt an sich vor Augen hält, kommt man drauf, das ist im Erwachsenenalter auch so. Man spricht mit einem Mann, ein Auto kommt vorbei und der schaut schon dem Auto nach und das Gespräch geht weiter. Die Frau spricht mit der Frau immer noch und merkt gar nicht, dass 5 Autos schon vorbeigefahren sind. Die Erklärung, die Verhaltensbiologie geht natürlich her und versucht es zu erklären, warum ist die Tendenz so, dass sich Jungs leichter ablenken lassen und man geht davon aus, dass dieses Erkennen von Gefahren, dass das für Jungs einfach relevant war zu erkennen, wenn sich etwas tut, müssen wir einfach schnell agieren. Jetzt sagt man, naja, das ist ja für Mädels auch. Ja, aber die körperliche, der Unterschied, nämlich in körperlicher Kraft, schnelleres, körperlich schneller zu sein, das hat einfach dazu prädestiniert, dass die Jungs dazu da waren, eher die Familie oder das Dorf zu schützen. Und damit war es natürlich relevant, schnell zu erkennen, wenn etwas passiert ist. Aber jetzt komme ich zu Beziehungen. Das heißt, die Frau, die einen Partner sucht und das nicht weiß, ist vielleicht total frustriert und total enttäuscht, weil der schaut immer, wenn die Tür vom Lokal aufgeht, schaut der da einfach nur hin und denkt sich, bin ich nicht spannend genug? Ist eine Tür, die aufgeht, spannender? Na, das hat nichts mit dir zu tun, sondern der Neandertaler klopft hinten bei ihm in der Birne an und sagt, schau da einfach rüber. Also ich will damit sagen, ein wenig Hintergrundwissen. Lasst uns mehr Selbstbewusstsein haben und nicht sofort Selbstzweifel haben, wenn der Mann, mit dem ich jetzt gerade das Date habe, ständig zur Türe hinschaut. Und man tut sich auch nicht gut, wenn man denkt, naja, dann drehen wir uns halt so hin, dass der Mann die Türe im hinter sich hat. Das ist für Männer vielfach die noch größere Qual wie für Frauen. Es ist für Frauen schon unangenehm, wenn du das Lokal im Hintergrund hast. Für Männer noch viel mehr oder zumindest ebenso viel, weil halt der Drang zu wissen, was im Raum los ist, sehr groß ist. Nebenbei gesagt, viele Lokale tragen und gute Architekten tragen dem Rechnung, indem zum Beispiel beim Lokal die Wand teilweise verspiegelt ist. Das heißt, jetzt kann derjenige, der mit dem Rücken zum Lokal ist, auch sehen, was hinten ist. Und verstärkt wird es natürlich folgendermaßen. Das heißt, die Frau sitzt mit dem Rücken zur Türe und spricht mit dem Mann. Und der Mann schaut aber ständig nach hinten hin. Das heißt, es verstärkt sich bei ihr. Sie hört jetzt nicht nur, es passiert was, sondern er schaut da ständig hin. Und das ist eine unangenehme Situation. Ich erkläre das einfach, weil ich bin mir jetzt sicher, wenn das jetzt die eine oder andere Frau hört, wird sie sagen, ah ja, stimmt, das habe ich auch beobachtet. Und zweitens wird sie erkennen, aha, dann habe ich jetzt eine Erklärung, warum mein Mann sich schwer tut, ständig mit mir Augenkontakt zu halten. Und dann muss sie nicht mehr denken, oh, ich dachte, er liebt mich nicht mehr. Ja. Oder die Türe ist eben in dem Fall spannender. Und darf ich einen Satz noch dazu sagen? Weil man immer sagt, ja, Männer haben dann keine Manieren, weil sie können nicht in die Augen schauen und so weiter. Man darf nicht immer von sich ausgehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine heterosexuelle Beziehung suche und ich will eben als Frau einen Mann haben, ja, dann ist halt bei vielen Männern, Achtung, ich wiederhole, es ist stereotypisiert, ist halt bei vielen Männern einfach tatsächlich so, dass ihnen den Kopf umreißt, wenn etwas passiert. Und man muss sozusagen schon in Kauf nehmen, dass wir
uns in der Evolution ein ganz klein wenig unterschiedlich in manchen Bereichen entwickelt haben. Und wenn ich halt genau das Gleiche haben will, wie ich bin, dann ist man vielleicht bei einer homosexuellen Beziehung halt besser aufgehoben. Um es jetzt einmal ganz deutlich und ganz plakativ zu sagen. Das Gleiche ist für Männer, wenn ich, Achtung, wieder Stereotyp, ich komme am Abend nach Hause und will einfach nicht reden als Mann. Ich denke mir, ich schaue jetzt nur im Fernsehen. Und jetzt habe ich dauernd eine Frau und die regt mich dauernd auf. Die fragt mich, wie war der Tag und wie war das und so. Und ich reg mich dauernd auf. Ja, Männer, dann muss ich euch halt sagen, es mag sein, dass du so am besten entspannst, aber vielleicht entspannt deine Frau am besten, indem sie Emotionen teilt und über dich etwas erfährt. Und wenn da das nicht passt, bist vielleicht auch du besser in einer homosexuellen Beziehung aufgehoben. Und Achtung, nicht jetzt gleich prügeln und so weiter. Das war jetzt absichtlich sehr plakativ gesagt, um einfach allen mal mitzugeben, ja, es ist ein klein wenig Unterschied, aber genau das ist ja auch das Reizvolle. Wirst du in deiner Arbeit oft mit, du drückst dich ja relativ differenziert aus, du sagst, hey, das sind Stereotypen und du bist da ja auch klar für dich, dass es diese Stereotypen gibt, dass es da auch Vielfalt außerhalb dieser Stereotypen gibt und gleichzeitig nutzen Menschen wie du und ich ja Stereotypen, um Dinge zu veranschaulichen. Und wirst du oft negativ angegangen aufgrund dieser Stereotypisierungen, dass Menschen dann kommen und sagen, oh, das ist ja sexistisch, das ist ja irgendwie vorverurteilend, das ist ja dieses oder jenes. Das kann ich beantworten. Erstens kommt es immer darauf an, wie man es kommuniziert. Mhm. Und das Zweite ist nur von Menschen, die das Video nicht angeschaut haben oder das Buch nicht angeschaut, gelesen haben und nur den Titel lesen. Und da gibt es in Social Media, du wirst es wissen, einige, die sich gar nicht mit der Sache beschäftigen, die lesen nur irgendeinen Titel und fangen dann schon einmal an zu schimpfen. Das gleiche bei Politikern. Die sehen nur, ich mache eine Analyse von der Angela Merkel und schimpfen schon, ohne zu wissen, was ich überhaupt im Video sage oder über Wladimir Putin und so weiter. Also wenn man zuhört, ich kann ja das sagen, ich habe auch für die NATO gearbeitet. Und bei der NATO nimmt der Frauenanteil sehr stark zu. Und ich habe ein klein wenig über Männer und Frauen, Körpersprache und die Unterschiede gesprochen. Und da hat mich vorher ein NATO-General gewarnt und gesagt, pass auf, ganz gefährlich, Minenfeld, red nicht über geschlechtsspezifische Körpersprache, weil, und ich habe das gemacht und ich habe Applaus bekommen. Und zwar, weil ich es ganz klar und deutlich bis zur Wurzel in Radice Est, muss man wissen, also immer in der Wurzel ist es drinnen, den Leuten erklärt habe, so wie jetzt mit dem Blickkontakt mit dem Baby. Und wenn man einfach den Hintergrund weiß, dann tut man sich viel leichter, das zu nehmen. Und ich bin ja niemand, der sagt, es muss immer so bleiben. Ich bin ja nur jemand, der beschreibt, was gerade ist. Das heißt, also wenn ihr zum Beispiel sagt, Männer sind körperlich stärker und auch schneller, dann ist das so. Punkt. Also nicht jeder Mann ist stärker als Frau. Ich bin ja selber das beste Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin 1,60 groß. Ja? Das heißt, ich bin kleiner als der durchschnittliche Mann, aber ich bin auch deutlich kleiner als die durchschnittliche Frau. So wie du übrigens auch, wir bewegen uns beide relativ viel. Ja? Und wenn man jetzt Stereotype anschauen würde, dann wären Männer eher so. Die zeigen weniger. Das hat auch hormonelle Hintergründe übrigens. Und der Teil im Gehirn sagt ab der Pubertät, Jungs, stellt die Mimik ein oder reduziert die Mimik. Das hat auch einen evolutionären Hintergrund. Und ich werde immer nur dann angegriffen, wenn Leute nicht bis zum Ende zuhören. Und das finde ich schade, weil sie verbauen sich damit einen Blick auf uns Menschen, der viele Missverständnisse ausräumen würde. Schön, ja, kann ich nachvollziehen. Die meisten Vorwürfe, die ich bekomme, sind von Menschen, wo ich schon anhand des Vorwurfs mitkriege, nee, du hast das leider einfach nicht angeguckt. Also du hast dir leider mein Argument nicht von vorne bis Ende, von vorne bis hinten irgendwie angetan, also als ob es eine Zumutung wäre. Inwieweit gibt es denn genderspezifische Körpersprache, wenn du schon sagst, hey, du hast bei der NATO über dieses Thema gesprochen, dann scheint das ja ein Thema zu sein, was jetzt nicht nur Lieschen Müller in einem Beziehungs-Dating-Kontext interessiert, sondern einen NATO-Generalsekretär. Das gibt ja Gründe dafür. Was hat das damit auf sich? Also es ist grundsätzlich so, es gibt keine männliche und es gibt keine weibliche Körpersprache, es gibt nur eine menschliche Körpersprache. Mhm.
Allerdings haben wir alle ein Problem, du und ich und jeder Mensch. Wir gehören zu jenen Spezies, die sich im Äußeren, im Geschlecht nahezu nicht unterscheiden. Wenn du jetzt Babys hast auf der Wochenstation und die liegen da alle aufgefädelt und die haben alle eine Windel an, weißt du nicht, was ist Männlein, was ist Weiblein. Und das ist ein Problem. Spätestens ab der Pubertät wird das ein Problem. Jetzt sagst du, naja, ich weiß doch, wie eine Frau ausschaut, wie ein Mann ausschaut. Das weißt du nur deswegen, weil wir spätestens ab der Pubertät ganz erpicht darauf sind, über unsere Körpersprache, auch über Kleidung und Frisur, nach außen hin zu zeigen, als welches Geschlecht wir wahrgenommen werden wollen. Das heißt, wenn du im Kindergarten bist, dann siehst du noch die Mädels breitbeinig da sitzen, gleich wie die Jungs, völlig, du weißt es gar nicht, wenn die nicht Röckchen und rosarot und so weiter anhätten, wüsstest du nicht, ob Mädchen oder Junge. Und wir müssen tatsächlich unsere Babys schon farblich kodieren, um sie zu unterscheiden. Und immer diese Diskussion, die ich dann immer wieder lese, ja, dieses Stereotyp schon rosa-rot und himmelblau, nehmt bitte welche Farben ihr wollt, bitte nehmt, keine Ahnung, ist mir völlig egal, aber ohne farbliche Kodierung wird es wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, Männlein oder Weiblein. Das ist im Kindesalter kein Problem. Allerdings, ich werde es da erklären, wann es ein Problem wird. Wir gehen wieder zurück in Radice Est, wir gehen zurück ins Neandertal, vor 50.000 Jahre. Wir waren da alle sehr behaart. Ja? Wir haben alle von oben bis unten Haare gehabt und wir haben schwer gearbeitet, Nahrung zu bekommen, Hütten zu bauen, Kleidung zu nähen und so viel schwer arbeiten. Wenn du schwer arbeitest, passiert mit der Körperhaltung bei Männern und Frauen Folgendes, sie geht in diese Richtung. Ja, jetzt sagst du ein bisschen weiter vor, wir kommen alle so her. Diese Muskeln ziehen sich vorne zusammen. Wir kommen auch, egal ob Mann oder Frau. Jetzt stell dir vor, ich bin von oben bis unten behaart, Mann und Frau, und es kommt jemand so auf dich zu. Da ist schon schwierig zu erkennen, ob Mann oder Frau. Jetzt Folgendes. Ein Neandertaler Mann vor 50.000 Jahren sieht die wahnsinnig hübsche Neandertalerin. Er beginnt sie anzuflirten, macht ihr den Hof Tage und Wochen lang. Schönen Braten legt er ihr hin und Fische legt er ihr hin und Äste und Blumen legt er und er macht ihr den Hof. Und irgendwann nach Wochen lässt sie sich erweichen und lädt ihn zu ihm in die Höhle ein. Und er ist natürlich total nervös, der Neandertaler, und so richtet sich her, kämmt sich sein Fell, geht in die Höhle rein, da sind schon Teelichter, sehr romantisch. Und natürlich, wie es ist, sie beginnen miteinander zu plaudern und wie auch heute, er beginnt sich ihr anzunähern, nahezu nie umgekehrt, immer der Mann nähert sich an und beginnt sie früher oder später anzufummeln, wie bei uns heute. Und in dem Moment, wo er sie anfummelt, bemerkt er, seine Angebetete heißt Hermann. Also nichts gegen homosexuelle Neandertaler, aber du verstehst schon, die Fortpflanzung hätte nicht funktioniert. Das heißt, wer zu lange investiert hat in einen Partner, der dann für die Fortpflanzung nicht geeignet war, hat zu viel Energie vergeudet. Das heißt, all jene, die es von großer Distanz schon gezeigt haben, ich bin Weiblein oder ich bin Männlein und damit potenzieller Fortpflanzungspartner, die hatten einen Reproduktionsvorteil. Das heißt, es hat sich in unserer Verhaltensbiologie durchgesetzt, auf große Distanz ab der Geschlechtsreife, spätestens ab der Geschlechtsreife zu signalisieren, ich will als Frau oder als Mann wahrgenommen werden. Und da kommt die genderspezifische Körpersprache zum Tragen. Das heißt, ab der, ich sage da nur zwei, drei Beispiele. Was Mädels machen, und das musst du nicht lernen, da muss keine Mutter erziehen, weil man immer wieder sagt, das ist ja alles nur abgeschaut und anerzogen, ist Mädels legen den Kopf öfter zur Seite. Wir Jungs sind mit dem Kopf viel gerader. Kopf zur Seite ist ein Signal zum Beispiel. Ein weiteres Signal wirst du sofort erkennen, wir Männer halten das Handgelenk gerade, Mädels halten das Handgelenk viel öfter auf oder zugeklappt. Wenn ich das mache, hast du sofort die Assoziation von Weiblichkeit. Ich gehe jetzt nicht auf die Gründe ein, aber nur, dass du weißt, ein weiteres Beispiel, was wir Männer machen, ist, wir fahren uns öfter in den Mundbereich her. Das ist ein sehr sensitiver Bereich und wir bekommen damit große Rückmeldungen. Frauen fassen sich woanders hin, Frauen
fassen sich in diesem Bereich hierher. Und wenn du merkst, wenn ich jetzt so mache, hast du sofort die Assoziation von Weiblichkeit. Und das sind so subtile Signale, die mit Sexualität noch gar nichts zu tun haben und mit Busen oder Hintern und so weiter gar nichts zu tun hat, aber wir signalisieren damit eine gewisse Geschlechtszugehörigkeit. Und das hat eben den dramatischen Vorteil. Und ich bin immer sehr genau, weil ich sage, als welches Geschlecht wir wahrgenommen werden wollen. Die sexuelle Orientierung ist daraus nämlich nicht herauszulesen. Dieses Klischee, dass ein Mann, der so macht, dass er sofort homosexuell sein muss, ist natürlich ein völliger Blödsinn. Und die Frau, die so da sitzt, dass die auch lesbisch sein sollte, das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Aber jetzt mache ich den großen Kreis vom Dating weg, weil du mich über die NATO gefragt hast. Das hat Auswirkungen im Meeting in der Firma. Weil wenn du da die Typen hast, der einfach gelernt hat, ab der Pubertät Raum einzunehmen und wenn er sich bemerkbar machen will, haut er am Tisch und redet laut und lehnt sich vor, der wird natürlich öfter zu Wort kommen im Meeting. Die Frau, die gelernt hat, nicht so sehr Konflikte, vielleicht kommen wir noch drauf, nicht so sehr Konflikte zu provozieren, mehr im Hintergrund und wenn sie was sagen will, sagt, ah, ich hätte gern was zu sagen und der andere sitzt da vorne und kommt immer, dann ist das Ergebnis, dass du im Meeting weniger Gehör findest. Achtung, Frauen, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle so im Meeting sitzen müsst, aber da gibt es immer noch etwas dazwischen drinnen. Und das gebe ich den Leuten mit, dass wir nicht glauben, es geht ums Daten nur, sondern es geht um dein gesamtes Leben. Der Vorteil ist, du bekommst mehr Gehör mit dem. Der Vorteil von dieser Körpersprache ist, man spricht mit dir lieber. Du kommst mit der Nachbarin leichter ins Gespräch. Das heißt, es hat alles beides Vor- und Nachteile. Und deswegen in meinen Seminaren sage ich immer, Leute, schaut euch an, was das andere Geschlecht macht und holt euch die besten Eigenschaften davon. Und nicht glauben, wir sind besser und die anderen sind schlechter. Wow. Was für schöne, konkrete Beispiele, an denen das irgendwie jeder für sich auch so nachprüfen kann. Also gerade hier so im Mundbereich oder hier. Ich finde es schön, dass du differenzierst zwischen dem Geschlecht, in dem man wahrgenommen werden möchte und der eigenen sexuellen Orientierung. Ist ja auch gerade ein Thema, das so in den letzten 5, 10, 20 Jahren immer stärker ins kollektive Bewusstsein kommt, dort tatsächlich auch divers, vielfältig zu denken, tolerant zu sein, sich auf andere Sichtweisen einzulassen und auch ein Stück weit auch den Freiraum zu haben, sich mal in die andere Rolle reinzulassen, dass ich als Mann auch nicht nur zwangsläufig diesem Stereotypen entsprechen muss, dass ich nicht so eben sitzen muss, sondern eben auch sagen kann, hey, ich habe diese femininen Anteile oder ich habe diese weniger, was auch immer gearteten Anteile und nehme mir den Raum, diese auch zu leben. Deine kommende Tour heißt ja, Körpersprache gendert nicht. Worum geht es da in dieser Tour? Ja, Körpersprache gendert nicht, der Titel ist deswegen so gewählt, weil, wie du richtig sagst, wir ja derzeit in einer gesellschaftlichen Diskussion sind, wie wir denn sprachlich uns so öffnen, dass wir beide Geschlechter integrieren. Also wir sagen nicht mehr der Kollege, sondern wir sagen Kollegin und Kollege oder Kollegin. Wir sagen nicht mehr Pilot, sondern wir sagen Pilotin oder Pilotin und Pilot. Der Gedanke dahinter ist natürlich, jeder soll sich angesprochen fühlen. Was wir alle vergessen ist, wir machen keinen Unterschied mehr zwischen Genus und Sexus. Und Sexus ist also das angeborene Geschlecht und Genus ist das, was wir ihm geben. Und ich bringe ein Beispiel, die Katze. Die Katze ist ja ein Überbegriff, ist weiblich, ist ein Überbegriff, aber jeder weiß, wir meinen damit den Kater und die weibliche Katze. Was wir jetzt also tun, wir gehen von den Überbegriffen eines runter, damit machen wir die Sprache natürlich erstmal komplizierter. Grundsätzlich bin ich dafür, dass wir das Weibliche integrieren, weil wir vergessen oft, dass die meisten Überbegriffe männlich sind. Ja? Das vergessen wir, sagen der Hund, ja, um ein anderes Beispiel zu nehmen, meinen die Hündin und den männlichen Hund. Ja? Das heißt, wenn das 50-50 wäre, oben drüber, glaube ich, hätten wir die Diskussion gar nicht, aber es sind sehr viele Überbegriffe männlich. Aber nur mal, um den Leuten zu sagen, dieses Aufteilen zwischen männlich und weiblich ist eigentlich eine unglaubliche Verkomplizierung der Sprache, weil wir vom Überbegriff von die Katze nach unten gehen. Es wird aber noch komplizierter, weil wir vom Sexus einem Geschlecht zugeordnete Begriffe im Genus anders nennen. Was heißt das? Wir sagen der Busen. Und der Busen ist ja ein weiblicher Körperteil.
Das heißt, etwas, das im Sexus eigentlich weiblich ist, machen wir im Genus in unserer Sprache männlich, was natürlich sehr irritierend ist. Ja? Aber nur, dass man unterscheiden lernt zwischen Genus und Sexus. In der Körpersprache ist es ganz anders. In der Körpersprache gehen wir nicht her und integrieren die Körpersprache. Weil was in der Sprache heißt Pilot und Pilotin, wir machen es einmal männlich, einmal weiblich. In der Körpersprache ist aber nicht so, wir sitzen 2 Minuten weiblich da und 2 Minuten männlich da, sondern wir haben unsere Körpersprache und die ziehen wir tendenziell durch, wie ich es vorher erwähnt habe. Und in der Tour geht es ganz einfach, den Leuten einen Abend lang zu zeigen, was du den ganzen Tag machst. Ich sage nur telefonieren, ja. Du telefonierst so, stellst dich so hin, redest so mit deiner Freundin, machst vielleicht noch so, schaust du vielleicht auf die Fingernägel noch so und jeder weiß genau, das ist eine Frau. Der Mann telefoniert so, Ellbogen vielleicht draußen, haltet so und spricht. Und ich mache das, die Leute brechen nieder vor Lachen. Ich mache das nur ein paar Sekunden und jeder weiß sofort, was los ist. Und mit ganz vielen Alltags, ich zeige nur, wie man niedersitzt und wie man aufsteht, wie man eine Tasse Tee trinkt, wie das Männer und Frauen, ich zeige das nur vor, die Leute brechen nieder vor Lachen und ich führe ihnen damit vor Augen, mit dieser Debatte, was wir sprachlich machen, die ich absolut unterstütze, die hört bei der Körpersprache völlig auf. Weil wir eben müssen uns unterscheiden, weil wir ganz klar zeigen müssen, ich will als Mann oder ich will als Frau wahrgenommen werden aus Fortpflanzungsgedanken, wie ich vorher mit dem Neandertaler Hermann eben erklärt habe. Und das heißt, es geht mir darum, wenn du das Gefühl hast, du kommst in der Firma oft unter die Räder, wenn du das Gefühl hast, dir hört in der Firma niemand zu, dann hat es nicht mit deinen Inhalten zu tun, sondern es hat mit deiner Körpersprache zu tun. Und das Beispiel für die Firma, ja. Jetzt kommt die eine Frau, ich hoffe, du siehst mich, ja? Die eine Frau kommt, die hat einen Führungskräftejob übernommen, neues Team und geht mit ihrer Haltung typisch, geht so hin ins Team und sagt, hallo Leute, ich bin die Neue. Dann wird jeder sagen, was, das ist unser Chefin? Umgekehrt aber, wenn der Mann hergeht und stellt sich vor das Team hin und sagt, hallo Leute, ich bin euer neuer Chef. Ich bin mein offenes Ohr, wer mit mir reden will, jederzeit. Der wird natürlich in Einsamkeit sterben, weil man das Gefühl hat, der ist unnahbar. Und das Einzige, was ich verändert habe, ist nur die Ellbogenhaltung. Und damit schließt sich der Kreis, was ich mache, ob es übers Telefonieren, übers Tee trinken, übers Aufstehen, Niedersitzen, wie wir uns in der Firma verhalten, wie wir uns in der Nachbarschaft verhalten. Ich zeige den Leuten einfach nur, woran es liegt, dass du so wahrgenommen wirst und so rüberkommst. Und wenn du das Gefühl hast, du bekommst kein Gehör, hat das mit der Körpersprache zu tun. Wenn du andererseits wieder denkst, du als Mann, du kommst so schwer mit Menschen ins Gespräch, die Frauen reden alle schon und du stehst als Mann immer nur einsam daneben, dann muss ich auch sagen, hat das mit der Körpersprache zu tun und du weißt schon, Alterseinsamkeit ist ein männliches Phänomen. Und es hat damit zu tun, dass wir im Leben nicht die Fähigkeiten entwickeln, mit anderen schnell Beziehungen einzugehen. Und da ist die große Warnung, Jungs, ihr könnt im Berufsleben schon die großen Alpha-Tiere sein, aber mit 65 oder 67 gehst du in Rente und dann tust du gut daran, körpersprachlich so viel Offenheit, so viel Sympathie zu zeigen, dass die Nachbarn bis dahin nicht schon die ganze Zeit die Augen verstecken, wenn sie die irgendwo auf der Straße sehen. Inwieweit, wenn ich jetzt feststelle, egal ob als Mann oder als Frau, ich habe eine gewisse Körpersprache, die für mich in spezifischen Kontexten nicht zielführend ist, inwieweit bin ich dazu in der Lage, diese Körpersprache kurzfristig und auch langfristig gegebenenfalls zu verändern? Also, ich bin grundsätzlich dafür, dass jeder die Körpersprache, die er im Laufe seines Lebens entwickelt hat, die sollte er beibehalten. Mhm. Das ist nämlich das, was dich authentisch macht. Mhm. Ob du jetzt als Mann, wie du vorher gesagt hast, eher diese stereotyperweise eher weiblichen Anteile hast, das bist du, bleib bitte dabei. Ich war sehr viel von dem, du merkst es eh, wenn ich mich bewege. Ja, bleib dabei. Wenn du als Frau eher, bleib dabei, ist doch wunderbar. Aber was ich da schon ganz konkret gesagt habe, du kannst in manchen Bereichen einfach aufhören, mit dem Ellbogen auf und zu klappen, zum Beispiel. Wenn du in der Firma bist, als Frau und sagst, ich hätte dazu auch etwas zu sagen und die denken sich, um Gottes Willen, die schon wieder. Vielleicht hörst du einfach auf mit diesem Wackeln im Meeting.
Das wird nichts an deiner Persönlichkeit verändern. Ich habe gerade vorher mit dem Ellbogen dir etwas gezeigt. Ja? Es ändert nichts an deiner Persönlichkeit, wenn du ein paar Minuten lang nur die Ellbogen ein wenig nach innen gibst. Es ändert nichts an deiner Persönlichkeit, wenn du die Birne nach oben gibst oder vielleicht, wenn du als Mann ein Lokal betrittst, nicht ständig so in die Bude reinkommst wie der Wladimir Putin, sondern den Kopf nach hinten gibst und ein wenig nach oben gibst und damit schaust du schon weit sympathischer aus. Das heißt, es sind so kleine Dinge, die du in manchen Momenten deines Lebens machst und du hast eine ganz andere Wirkung. Also plädierst du dafür, es ist auf jeden Fall möglich und gleichzeitig sollten wir immer schauen, was ist denn natürlich für mich? Wie kann ich mich als Individuum authentisch zeigen, um auch wirklich diese authentische Beziehung mit jemand anderem aufbauen zu können? Naja, ich tue mir immer schwer mit dem Wort authentisch, weil wenn ich jetzt dann sage, Leute, seid doch authentisch, dann sagt jeder, ja, was soll ich jetzt tun? Weil weißt du, was ich Erfahrung mache, die Leute sagen immer, ich bin authentisch und will authentisch sein. Es ist in Wahrheit niemand authentisch von uns, weil wir alle frontale Stirnlappen haben und die sind ein Warnsignal für uns. Mhm. Und zwar folgendes, wenn du ein kleines Kind bist und du hast jetzt das Bedürfnis, ich setze mich jetzt auf den Tisch und gebe meine Füße auch am Tisch. Das ist jetzt dein Bedürfnis. Dann wirst du aber älter, die frontalen Stirnlappen entwickeln sich und die lernen dann zu überlegen, was sind die Folgen meines Handelns? Und dann lernst du, am Tisch sollte ich mich in der Firma nicht setzen, vor allem nicht mit den Füßen auf dem Tisch. Und du wirst es nicht mehr tun, obwohl du eigentlich das Bedürfnis gehabt hättest. Das ist ein plakatives Beispiel, warum wir alle sehr, sehr oft im Leben uns zurückhalten, etwas, was wir gern tun würden, nicht tun. Und Leute, ich sage euch eins, Gott sei Dank. Weißt du warum? Wir würden nämlich aus der Gesellschaft rausgeworfen werden, wenn wir alle immer nur das tun, wonach es uns gerade ist. Deswegen bohren wir auch nicht in der Nase in der Öffentlichkeit, obwohl es authentisch wäre, weil mich da etwas juckt in der Nase. Ja? Das heißt, das Wort authentisch, das ist sehr oft eine Ausrede, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt in einem Korsett drinnen. Was ich denn mit den Leuten übe in meinen Seminaren? Etwas ganz Wichtiges, viel mehr zulassen und viel weniger in diesen Hemmungen zu leben, sowas wie, ja, eine Frau muss ja immer dieses oder jenes tun. Wer sagt das? Das sagst nur du dir selber. Oder ein Mann muss immer so und so. Das sagst nur du dir selber. Und wir müssen erkennen, dass was viele Menschen als authentisch meinen, ist nur mehr das, was sie gewohnt sind zu tun. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, bei der Präsentation zu sitzen, und dann sagt jemand, ja, steh doch auf bei der Präsentation, dann sagst du, dann bin ich nicht mehr authentisch. Das heißt, du bist nur nicht gewohnt. Aber stehen bei einer Präsentation, das hat nichts mit authentisch oder unauthentisch zu tun. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die mir gerade eingefallen sind. Deswegen tue ich mir mit dem Wort authentisch schwer. Was wir tun sollten stattdessen, ist unsere Vielfalt zu erweitern. Das heißt, wie ich ganz konkret gesagt habe, ich kann meine Inhalte in der Firma mit diesen Ellbogen zeigen, ich kann sie auch mit diesen Ellbogen zum Beispiel zeigen. Und zu wissen, das ändert nichts an meiner Persönlichkeit, wie ich vorher gesagt habe, sondern es ist nur meine Vielfalt. Oder ich setze mich einmal so hin und sage, du Leute, das muss ich euch noch sagen, mit dieser Körperhaltung. Oder ich sage es einmal, du Leute, das muss ich euch noch sagen. Die Wirkung ist völlig eine andere. Wenn ich nämlich sage, Darius, dann habe ich jetzt dreimal meine Körperhaltung und ein wenig die Stimme verändert und damit hat jedes Mal dein Name eine andere Wirkung erhalten. Und das gebe ich den Leuten mit, dass sie einfach nur mit Symmetrie, Asymmetrie, Ellbogen, Kopfneigung ganz konkret lernen zu spielen. Es gibt ja immer diese viel zitierten Studien, dass Körpersprache in der Kommunikation so und so viel Prozent der Informationseinheit, wenn man so will, ausmacht. Dann gibt es ganz viele Gegenstimmen dazu, sodass ich für mich irgendwann beschlossen habe, keine Ahnung, wem ich glauben soll, ich weiß es einfach nicht. Wie ist es denn? Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ja, also da wäre ich immer ein bisschen emotional. Ich habe ein Video dazu gemacht, weil da geht es gar nicht um Meinungen und Stimmen dafür oder Stimmen dagegen, weil es wissenschaftlich ganz eindeutig beforscht wurde. Nur die Leute, die das falsch zitieren, haben die Studien nicht gelesen, sondern sie plappern nur nach, was jemand anderer ihnen in einem Seminarraum gesagt hat, der wiederum die Studie selber nicht gelesen hat. Und zwar Albert Mehrabian hat das in den 60er Jahren beforscht, Ray Birdswhistle hat es dann noch bestätigt. Und zwar, die wollten nur wissen, wenn wir einen Inhalt haben,
Durch welche Form der Kommunikation wird der in seiner emotionalen Bedeutung am ehesten verändert? Du bringst gleich ein ganz konkretes Beispiel. Aber insgesamt steht da mal schon fest, es geht nicht darum, ob Inhalt wichtig oder nicht wichtig ist, denn der Inhalt war gegeben. Okay? Das heißt, in der Studie ist Folgendes rausgekommen. Wir nehmen wieder das Beispiel Darius. Unser Inhalt ist Darius, dein Name. Jetzt kann ich sagen, Darius. Ich kann aber sagen, Darius. Ich kann aber sagen, Darius. Dann habe ich den Inhalt unverändert gelassen. Aber durch meine Körperhaltung und durch meine Stimme hat sich der Inhalt in der Bedeutung völlig verändert. Und was Merabian und Birdswhistle bestätigt haben, ist eben Folgendes. Der Inhalt selber, also Darius, trägt zur emotionalen Bedeutung von Darius nahezu nichts bei. Mhm. Das heißt, du kannst immer sagen, herzlichst bei einer E-Mail, herzlichst Darius, du kannst immer schreiben, herzlichst, aber das ist noch nicht herzlich. Das Wort selber ist nicht herzlich. Es hat emotional keinerlei Bedeutung. Die Stimme, die ist sehr wichtig. Wenn du nämlich sagst, herzlichst oder herzlichst, dann hat die Stimme eine große Auswirkung, wie du das Wort wahrnimmst. Und die größte Bedeutung, wie wir emotional etwas wahrnehmen, haben die eben beforscht, ist die Körpersprache. Das heißt, anhand der Körpersprache können wir erkennen, ist etwas aggressiv gemeint, ist etwas kompetent gemeint, ist etwas sehr sympathisch oder ist etwas arrogant gemeint. Also ganz eindeutig, es geht nicht um Meinungen, sondern es geht ganz einfach, der Inhalt selber ist eine eigene Kommunikationsform. Der Inhalt ist enorm wichtig. Über den Inhalt transportieren wir Daten und Fakten. Und jetzt zu sagen, der wäre nicht so wichtig wie die Körpersprache, der hat ja gar nichts mit der Körpersprache zu tun. Wenn ich sage, wir treffen uns morgen um 16.30 Uhr, du und dein erstes Date treffen sich um 16.30 Uhr. 16.30 Uhr ist der Inhalt, das sind die Worte. Das kannst du nicht durch Körpersprache ersetzen. Also es geht nicht um Wichtigkeit, sondern das kann etwas, was das andere nicht kann. Unersetzbar. Worte sind wichtig. Allerdings, ob du dich auf das Date freust, ja, morgen um 16.30 Uhr, oder ob du Angst hast, ja, morgen um 16.30 Uhr. Oder ob es dich total anödet. Ja, morgen um 16.30 Uhr. Ich habe inhaltlich immer das Gleiche gesagt. Aber erst durch die Körpersprache und die Stimme lernt das Gegenüber, ob der Termin toll ist, ob er anödet, ob man Angst hat vor dem Termin. Das können Worte nie, weil ich kann immer mit Worten sagen, ja, Darius, wir treffen uns morgen um 16.30 Uhr. Ich freue mich sehr. Puh. Dann habe ich jetzt, wenn du die Worte aufgeschrieben hättest, ich freue mich sehr, würdest du sagen, aufgeschrieben, wow, klingt wahnsinnig toll. Aber sobald du die Körpersprache gesehen hast, wirst du merken, das stimmt überhaupt nicht. Der freut sich gar nicht auf den Termin. Und deswegen, ganz wichtige Lesson, wichtiges Learning für alle. Niemals aufwiegen, was ist wichtiger, die Worte oder der Inhalt. Wir brauchen beides. Im Alltag ist es nur so, wir beschäftigen uns fast nur mit dem Inhalt. Ob das eine Firmenpräsentation ist, ob das beim ersten Date ist, was ich sagen werde und wie ich das Gespräch eröffnen werde, das überlegen wir uns. Aber ob wir dabei überhaupt sympathisch, kompetent, souverän oder vielleicht arrogant wirken, das entscheiden wir nie. Dabei ist es aber in der Realität genau umgekehrt. Beim Date wird nicht entschieden, was du gesagt hast, sondern ob du ein sympathischer und liebenswerter Mensch bist. Und in der Firma ist das Gleiche. Was du bei der Präsentation gesagt hast, das haben die meisten Leute nach 10 Minuten danach vergessen. Bitte überprüf das, du hast es meistens vergessen. Aber ob jemand kompetent und souverän gewirkt hat, das wissen die Leute. Das heißt, wir beschäftigen uns in reziproker Wichtigkeit. Wir beschäftigen uns mit dem, was weniger Impact hat, was weniger bleibend ist. Und das, was wirklich bleibend ist, mit dem beschäftigen wir uns viel zu wenig. Wenn ich jetzt als Zuschauer, als Zuschauerin mich gerne mehr damit beschäftigen möchte, dann hast du ja ganz viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Also man kann zu dir auf die Tour kommen. Ich will unbedingt auf deine Tour kommen, by the way. Das ist mega geil. Aber du hast ja auch ganz viele spannende Kurse, unter anderem auch einen Kurs zum Thema Körpersprache in Beziehungen. Lass uns doch mal da noch mal so kurz einsteigen, weil das ist ja so ein bisschen auch so mein Herzensthema, gerade diese nicht beruflichen zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Worum geht es in diesem Kurs? Also pass auf,
ich erkläre dir das kurz, um was, warum ich das gemacht habe und um was es geht. Und am Schluss mache ich da ein spezielles Angebot für diesen Kurs. Super gerne. Wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert oder wenn wir Schwierigkeiten haben in der Beziehung, dann haben wir das Bedürfnis zu sprechen. Du kennst ja diesen Satz, Schatz, wir müssen reden. Das ist immer eine Drohung. Ja? Also man hat selber das irgendwas hakt und so, jetzt muss ich endlich mal, Schatz, wir müssen reden. Und wenn jetzt der Partner darauf sagt, ja, das denke ich auch, dann weißt du genau, was mit Drohung gemeint ist. Ja? Und der Punkt ist folgender. Wenn wir uns verlieben, verlieben wir uns nicht ins Reden, nicht in die Worte, sondern wir verlieben uns ins Strahlen der Augen. Wir verlieben uns in die Energie. Wir verlieben uns vielleicht in die Stabilität oder in dieses Warme, was dieser Mensch ausstrahlt. In das verlieben wir uns. Und dieses Verlieben, das immer nicht sprachlich ist, also nonverbal, das ist mit Worten nicht beschreibbar, das bildet ein unsichtbares Band zwischen zwei Menschen. Und was jetzt passiert, ist spannend. Wenn die zwei Menschen, die sich über dieses Band eben verliebt haben, beginnen zu reden, dann tanzen die Worte, die wandern von einem Menschen zum anderen über dieses Band. Die wandern da hin und her. Weil dieses Band so stabil ist, versteht man sich blind. Das heißt, wenn man wirklich verliebt ist, du kennst es, der Partner sagt einen Satz und der hat den Satz noch nicht einmal fertig ausgesprochen und man weiß schon, was er meint. Ich weiß genau, was du meinst. Der braucht oft nur mit dem Kopf irgendwo hindrehen und man weiß genau, wie er jetzt gerade denkt. Weil dieses nonverbale Band so wahnsinnig stabil ist. Mhm. Im Laufe der Beziehung passiert aber Folgendes. Durch kleine Reibereien, durch Lebensrhythmusunterschiede, durch Socken herumliegen lassen, der eine schaut gern bis spät am Abend fern, der andere würde lieber gern früh ins Bett. Durch kleine Dinge fangen so Reibereien an und damit wird das Band ein wenig brüchig. Es ist immer noch da, man liebt sich immer noch, aber es wird ein wenig brüchig. Es hat mal ein Loch, dann hängt es ein wenig durch. Jetzt ist Folgendes, der eine sagt etwas, es wandert wieder über das Band, aber ein paar Worte gehen verloren durch das Loch. Ein paar Worte kommen ein wenig anders an, wie sie gemeint waren. Jetzt hat der andere Partner die Worte ein klein wenig missverstanden. Der gibt Worte wieder zurück und die gehen wieder durch ein Loch. Ein paar gehen verloren, werden wieder verändert. Jetzt kommt der wieder, bekommt der die Worte wieder ein wenig anders. Und so schaukelt sich das auf. Die Missverständnisse werden immer häufiger und am Ende passiert sogar sprichwörtlich, man wirft sich die Worte nur mehr an den Kopf, ohne an das Band zu denken. Und jetzt glaubt man Folgendes, je mehr wir reden, Schatz, wir müssen reden, desto stabiler wird das Band da unten. Dabei ist das Wichtigste, wenn du die Beziehung wieder kitten willst, tu nicht so viel da oben zerreden, sondern beginn das wieder zu stabilisieren, in was du dich verliebt hast. Weißt du nur, wie das war, wie du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner endlos lachen konntest, ohne dass wirklich einen Grund gegeben hat? Wie ihr verrückte Dinge tun konntet? Wie ihr Dinge, die euch gestört haben, die habt ihr euch ganz anders gesagt als heute. Heute sagt man es lang nicht mehr und man sagt es noch nicht mehr und dann wirft man es irgendwann an den Kopf. Und die Körpersprache hat schon lang vorher gezeigt, dass ich angefressen bin auf dich. Und was ich in diesem Kurs den Leuten nur mitgebe, ganz klare Regeln, ganz klare Tipps, ganz klare Handlungsanweisungen, wie du dieses nonverbale Band wieder stabilisieren kannst. Weil ich sage dir eins, wenn du mit deinem Partner dann wieder mal endlos gelacht hast, wenn du wieder Verrücktes gemacht hast, wenn du wieder diese Harmonie und diese Zweisamkeit mit dem Partner wieder hattest, was ist? Die Kommunikation funktioniert wieder von alleine und ganz viele von diesen kleinen Konflikten verschwinden von selber. Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass man zuerst mal das Band stabilisiert und nicht zu viel redet. Wer es nämlich zerredet, und ich verstehe es, ab irgendeinem Ding hat man das Gefühl, ich muss reden. Ich sage nur zu dem Reden eine Sache. Und zwar, beim Reden ist meistens so, einer will meistens reden. Ich habe eine Umfrage gemacht bei meinen Social-Media-Followern und 90% war das Ergebnis, 90% haben gesagt, ja, es ist meistens nur einer, der reden will und meistens war es die Frau. Und was man dazu sagen will, es geht gar nicht ums Reden, sondern meistens will man nur seinen Ärger loswerden. Man will nur selber sagen, was einen gestört hat. Und das funktioniert nicht. Und am Ende muss dann irgendwie der Schiedsrichter rein, nämlich der Paartherapeut, anstatt dass man wieder zurückgeht und einmal sich wieder darauf besinnt, in was wir uns verliebt haben. Jetzt habe ich das lang erklärt. Und weißt du, was wir machen? Wir machen deine Follower auf deinem Kanal. Können diesen Kurs sich runterladen online und anschauen, wann immer sie den wollen. Der ist in Happen aufgeteilt und sie bekommen minus 25%.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich war schon vorher heftig großer Fan deiner Arbeit. Ich bin jetzt tatsächlich noch mal mehr Fan deiner Arbeit geworden. Ich finde, das, was du machst, ist, zum einen brichst du es auf eine handelbare Größe runter. Du nimmst diese ganzen hochkomplexen Forschungsergebnisse, die man interpretieren muss, die man vergleichen muss, die man in den Kontext setzen muss, und du machst es verdaubar. Du machst es für jemanden, der jetzt vielleicht kein Psychologiestudium gemacht hat. Machst du es handelbar, und dass man sagt, ah, okay, das ist logisch, ich muss erstmal an dem Band arbeiten, und das darüber reden passiert dann wieder ganz automatisch, Ganz genau. wohingegen wir ja ganz oft kontraintuitiv denken, wenn wir denn doch nur das Richtige sagen würden, dann würde er sich ja wieder in mich verlieben, dann würde sie ja wieder genauso verständnisvoll, liebevoll mit mir umgehen wie am Anfang der Beziehung. Das funktioniert aber oftmals nicht. Und dann kommen Menschen an diesen Punkt, stellen fest, das funktioniert nicht, suchen nach Tipps und stellen fest, die funktionieren ja auch nicht, weil nur wenn ich das Richtige sage, hilft es ja nicht. Und dann kommt da jemand wie du, der sagt, okay, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, lass uns doch mal schauen, was die Wissenschaft tatsächlich dazu sagt und wie wir tatsächlich auf der Handlungsebene mit konkreten Regeln, Schritt-für-Schritt-Anleitungen da für sorgen können, dass wirklich diese zwischenmenschliche Beziehungsebene erstmal wieder gekittet wird. Vollkommen richtig. Also, wie du das sagst, ich kann dir nur zustimmen. Also, ladet euch den Kurs gern runter. Welches Passwort nehmen wir oder welches Codewort nehmen wir? Nehmen wir Kammerdeva. Wir nehmen das, genau, wir nehmen das Codewort, am Ja. besten Kamadeva. Und dann Wir gibt packen. es ein beim Buchen, könnt ihr einen, wie nennt man das, Rabattcode. Ja, gebt ihr den ein Genau. und dann bekommt es minus 25%. Geil, ey. Vielen, vielen lieben Dank. Wir werden auf jeden Fall auch den Link unter den in die Shownotes von von dieser Folge packen. Wenn du dir den Link, wenn du da nicht draufklicken können solltest, weil du gerade den Podcast hörst, dann geh einfach auf dariuskamadeva.de/Stefan. Stefan mit F geschrieben, weil dann hinterlegen wir das dort. Also auch Super. dariuskamadeva.de/Stefan. Falls du gerade nicht klicken kannst, dann kannst du dir das merken oder später nochmal zurückkommen. Da 25% Rabatt auf den Kurs vom Stefan. Geil. Also ich werde mir den auch selber gleich holen. Deswegen, ich bin super gespannt. Ich mag deine Arbeit so gerne. Stefan, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, mal angenommen, wir würden jetzt so Omnipräsenzfantasien ausleben und wir wären dazu, also du wärst dazu in der Lage, jetzt einfach zu bestimmen, ganz diktatorisch, eine Sache, die die Menschheit ab jetzt anders machen sollte, zukünftig. Also jeder einzelne Mensch irgendwo auf der Welt, der macht ab morgen etwas anderes, was du sagst. Du sagst, hey, ab morgen backen alle regelmäßig Schokokuchen und dann machen die das, weil das ist gut für die Welt. Gibt es etwas, was du sagen würdest, hey, wenn das jeder Mensch machen könnte, wissen würde, das wäre auf jeden Fall geil für die Menschheit. Da würde ich jetzt gern Thomas Hobbes, den Philosophen, zitieren. Und ich glaube, das hilft allen. Der Thomas Hobbes hat gesagt, es gibt Probleme in drei Kategorien. Probleme ohne jeglichen Einfluss, Probleme im indirekten Einfluss und Probleme im direkten Einfluss. Und ich würde mir wünschen, und Problem ohne jeglichen Einfluss ist, wie das Wetter morgen wird. Problem im indirekten Einfluss ist, ob deine Kinder gute Noten in der Schule schreiben. Du kannst sie zwar unterstützen beim Lernen, aber die Note müssen sie selber schreiben. Und Probleme im direkten Einfluss sind, bin ich freundlich zu meiner Nachbarin? Zeige ich genug Enthusiasmus und Energie zum Beispiel? Und wir beschäftigen uns den Großteil des Tages mit Problemen ohne jeglichen Einfluss. Ob meine Fußballmannschaft gut spielt oder nicht. Ob der Benzinpreis zu hoch ist oder nicht. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf, aber wir ärgern uns den ganzen Tag drüber. Und am wenigsten beschäftigen wir uns mit den Dingen, die wir im direkten Einfluss haben. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich mit dem beschäftigen, wo sie direkten Einfluss drauf haben. Wie sie mit der Nachbarin umgehen, wie sie den Umweltschutz nicht sich aufregen, wie die Chinesen irgendwo drüben CO2 rauslassen, sondern wie sie selber in ihrem Haushalt schauen, dass sie den Umweltschutz oder das CO2 und die Klimaveränderung bei sich in ihren Beitrag leisten können. Wenn wir das nämlich tun würden, dann hätten wir weit weniger Konflikte in unserem Alltag. Wir würden in unserer Nachbarschaft weit, weit besser miteinander auskommen. Denn was? Wir wollen alle wahnsinnig charismatisch wirken. Wir wollen in der Firma brillieren,
Aber kaum sehen wir die Nachbarin bei uns im Stiegenhaus, warten wir noch, bevor wir die Wohnung verlassen, dass wir ja nicht mit ihr ein Wort reden müssen. Und deswegen, Leute, beschäftigt euch mit dem, worauf ihr im Leben direkten Einfluss haben, und die Welt und eure Beziehungen werden besser. Und eine Sache, auf die man tatsächlich sehr direkten Einfluss hat, ist, ob man von Menschen wie dir lernen möchte. Zum Beispiel durch deinen Kurs zum Thema Körpersprache in Beziehungen, den wir ja, wie gesagt, verlinkt haben unter dariuskamadeva.de/Stefan mit einem 25 Euro Rabattcode mit dem Codewort Kamadeva, nur um es nochmal wiederholt zu haben. Stefan, was für eine wundervolle Arbeit du machst, dass du dich mit so viel Freude, mit so viel Humor und gleichzeitig so differenziert wissenschaftlich mit einem Thema beschäftigst, das uns alle unglaublich stark beschäftigt, deutlich stärker, als wir das vielleicht zugestehen möchten oder vielleicht oftmals auch wissen. Finde ich eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache, vor allem, und das ist mir in den letzten Jahren in meiner Arbeit immer bewusster geworden, weil du eben auch versuchst, gesellschaftliche oder gesellschaftskritische, gesellschaftliche Entwicklungen mit aufzugreifen, durch die Gender-Thematik, durch die Unterscheidung zwischen dem körperlichen Geschlecht und der sexuellen Orientierung und ganz vielen anderen Themen, die du jetzt so angeschnitten hast, wo wir noch gar keine Zeit hatten, so in die Tiefe reinzugehen. Das, glaube ich, ist eine unglaublich wertvolle Arbeit, sowohl für den oder die einzelne Zuschauerin, als auch so gesamtgesellschaftlich, glaube ich, dass es einfach dazu beiträgt, dass unser kollektives Bewusstsein, wenn man es so sagen möchte, verständnisvoller, respektvoller und achtsamer mit sich selbst und anderen umgeben kann. Und das finde ich eine unglaublich schöne und unterstützenswerte Arbeit. Danke dir. Danke, danke, danke. Ja, also schön, dass du dir die Zeit genommen hast, und ja, hoffentlich bis ganz bald auf deiner Tour. Ich bin super gespannt. Wo geht's überall hin? Wir sind jetzt gerade dabei zu planen. Das ist ja mit Corona nicht ganz so einfach. Es geht Schweiz, Österreich und natürlich ganz viele Deutschland-Termine. Überall schaut bitte auf meine Homepage www.stefanwerra.com oder gebt in Google einfach ein Stefan Körpersprache, dann kommt ihr zu mir. Ich glaube, an dir kommt man nicht vorbei, was das Thema Körpersprache angeht im deutschsprachigen Raum. Und das ist gut so. Danke dir. Danke, Darius. Also vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Danke. Liebe Grüße.